Hi Leute, was geht ab? Ich bin wieder zurück in Oftersheim, in Ofter City, zurück von der Fotokina. Wie ihr seht oder hört, besser gesagt, es war eine anstrengende Woche. Man hört es ein klein wenig an der Stimme. An dieser Stelle nochmal einen ganz großen Dank für das große Interesse auf der Fotokina und für die vielen netten Gespräche. Ich möchte jetzt auf was anderes hinweisen, und zwar auf den 27. und 28. Oktober. Da werde ich nämlich nach Konstanz kommen. Ja, Konstanz und nicht Konstanz, so hat man mir es jedenfalls gesagt. Tja, was werde ich dort tun? Ich habe eine Weile überlegt, und zwar habe ich in den letzten Jahren unheimlich viele Menschen fotografiert. Und was man machen kann ist, man kann die Menschen immer abfotografieren, man kann Gesichter abfotografieren. Aber so richtig coole Porträts, die auch zum Typ passen, das ist meistens sehr schwer. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt einfach mal einen Workshop dazu, der an zwei Tagen, an einem kompletten Wochenende quasi, der sehr, sehr intensiv behandelt. Denn ich bin der Meinung, als Fotograf, egal aus welcher Branche der Fotografie man kommt, irgendwann wird man immer gefragt, kannst du mal ein Bild von mir machen? Und deswegen denke ich, dass es eine gute Wahl ist. Wie läuft das Ganze ab? Am ersten Tag geht es nur um die Fotografie. Porträts bei natürlichem Licht, Charakterporträts, dann vielleicht Porträts mit außergewöhnlichen Personen, Umgang mit den Menschen beim Shooting und vieles mehr. Und am zweiten Tag, da geht es dann um die Retusche der Porträts. Das heißt, jeder Teilnehmer, der dabei ist, der wird nach diesen zwei Tagen das komplette Programm Porträtfotografie vermittelt bekommen. Natürlich schon so ein bisschen auf meine Art und Weise. Wie ihr wisst, die ist oft etwas anders, was hoffentlich auch gut ist. Ja, und nach zwei Tagen hat jeder jede Menge Bilder auf dem Rechner und weiß genau, wie diese entstanden sind. Sowohl von der Fotografie als auch von der Retusche. Es gibt noch jede Menge Extras. Wir werden uns am Abend treffen, zusammen essen gehen, abhängen, Gespräche führen und wahrscheinlich sogar noch ein kleiner Fotowalk drin. Konstanz ist ja eine schöne Ecke. Wir haben auch übrigens ein tolles Studio. Und ja, ich hoffe, ihr habt Interesse an dem Workshop teilzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen am 27. und 28. Oktober in Konstanz. Und ja, der Gabor wird auch dabei sein. In diesem Sinne, bis dann.